Was möchtest du für das Spiel haben? 3 Euro? Okay, nehme ich. Jo Leute, was geht? Hannes Gott TV ist am Start und oh nee, ich bin zu müde für dieses Gehampel im Intro. Jo, ich fahre jetzt auf den Allerpark Flohmarkt. Das letzte Flohmarkt-Video kam ja gar nicht so schlecht an. Und ja, hab mal wieder richtig Bock, bei diesem schönen Wetter auch mal wieder auf den Flohmarkt zu gehen. Und ja, ich hoffe auf ein paar Wii U-Spiele, vielleicht auf ein paar Gameboy DS-Spiele. Ja, ich habe ja im letzten Video 2 DS für 5 Euro bekommen. Die funktionieren eigentlich einwandfrei, dafür, dass sie eigentlich defekt sind. Und scheißegal auf dieses Gelaber, ich nehme euch ein bisschen mit. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und ja, bis gleich. Jo, der erste Rundgang ist vorbei. Danke an den Ehrenmann mit der Heisenberg-Figur, der mir Plastikmüll gegönnt hat. Ich habe einfach so viel geholt schon. Erstmal ins Auto und gleich Runde 2. Geil, Alter. Machst du auch für 4? Okay. Mal gucken, ob ich die Wasserrutsche auch auf 5 Euro runterhandeln kann. Möchtest du für das Spiel haben? 3 Euro? Okay, nehme ich. Und ja, Leute, hier kommen wir zu der Ausbeute. Als allererstes habe ich eine Chucky-Figur für 5 Euro ergattert. Und ja, die kostet ein bisschen mehr. Die ist leider nicht mehr neu. Da, hier fehlt das Teaser, ne? Und ja, ich bin froh, dass ich sie für 5 Euro bekommen habe. Werde ich verlosen oder verscherbeln? Mal schauen. Und ja, eine Walter White Breaking Bad Heisenberg Figur. Die habe ich für 10 Euro bekommen vom gleichen Verkäufer. Und ja, das ist jetzt hier ein bisschen schade. Die ist ansonsten neu. Und die geht für gut 50 Euro im Internet weg. Ja, habe ich also 40 Euro Gewinn gemacht. Mehr oder weniger. Mal schauen. Ich lasse sie auf jeden Fall noch ein bisschen verpackt. Mal gucken, was daraus wird. Auf jeden Fall bin ich über diese 2 Käufe auf jeden Fall sehr dankbar. Richtig, richtig schön. Ja. 2 Filme, Django Unchained und Der Mann, der niemals lebte. Beide habe ich auf DVD, jetzt auf Blu-ray. Die DVD kann dann verkauft werden. Habe ich jeweils für 1 Euro bekommen. Und ja, das ist nicht alles von meinem Film-Update, denn ich habe auch die Halloween Director's Cut 3-Disc Limited Collector's Edition bekommen. Und ja, ich habe das Mediabook von Rob Zombie Halloween. Auch ein Film, den ich sehr, sehr empfehlen kann. Hier mal super schnelles Unboxing. Ja, ja. Ich glaube, die Version ist aber Cut. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist eigentlich eine Cut-Version. Aber ich fand die einfach mal ganz schön. Und für 4 Euro habe ich die mitgenommen. Hier plus Poster. Ja, einer meiner liebsten Halloween-Filme auf jeden Fall. Und ja, es ist halt alles dabei. Hier noch so Postkarten. Für 4 Euro, die ist glaube ich auch für über 20, geht die im Internet rum, auch gebraucht für 20, ja, habe ich auch ein gutes Schnäppchen gemacht, kommt dann in meine, ja, Boxset-Regal, das sieht dann ganz nice aus, das ist auf jeden Fall viel Sammlung für mich, ja, und für die PlayStation 1 Sammlung auch etwas, Sledgehammer, ja, auch für 1 Euro bekommen. Ungefähr für 7 geht das im Internet raus, in sehr, sehr gutem Zustand. Das ist ja bei PS1-Spielen selten der Fall, weil ganz oft die Hülle kaputt ist. Oder, ja, dies aber, habe ich schon geprüft, ja, in perfektem Zustand. Ja, für 1 Euro gegönnt, habe mich gefreut, genau wie für Pokémon Rubin Edition. Na, ohne OVP leider, aber die ist auch gut was wert bei Amazon, unendlich teuer, 60 Euro oder so, aber bei eBay findet man die auch schon für 30. Und ja, ich habe sie für 3 bekommen. Geil, ne? Flohmarkt beste Leben. Und ja, ich habe hier dann noch ein... Ah, Moment, Leute, ganz kurz. Ein Big Ben Controller bekommen. Ja, mit der Verpackung, wie ihr im Intro gesehen habt.
oder im kleinen Vlog da. Sehr, sehr guter Zustand. Ja, hab jetzt eigentlich auch mal 3 GameCube-Controller, weil GameCube-Zocken mit Kumpels ist immer geil, obwohl ich sie nie einlade. Schade drum. Aber jetzt haben wir mal was ganz Seltenes. Habe ich noch nie vorher gesehen. Mal gucken, ob ihr sie kennt. Erstmal hier die Controller. Kennt ihr diese Konsole? Ich habe 2 Controller sogar bekommen. Geil. Es ist nämlich der Nintendo 64 Abklatsch schlechthin. Die Arcade Action 2. Ja, sie ist halt echt so geformt wie die N64. Ich habe das Netzteil auch. Das habe ich gerade jetzt nicht zum Zeigen da. Das habe ich auch bekommen. Sieht wahrscheinlich so aus, als ob es nur ein Spiel gibt. Und da sind 101 Spiele drinne. Ich gehe jetzt von 2D Jump'n'Runs aus. Und ja, ich habe keinen Plan, ob die funktioniert. Hier, rote Stecker fehlt. Ihr kennt's, die Leute kennt's. Sega-Technik. Ja, Leute. Wenn ihr Bock habt, versuche ich die Konsole zum Laufen zu bringen. Die habe ich für 7 Euro bekommen. Der wollte erst 20. Und dann haben wir echt diskutiert, weil die in echt ekligen Zustand ist. Wenn sie funktioniert, habe ich Lust, ein Video zu machen. Wenn ihr auch Bock habt, würde ich mich freuen, was sich auf dieser Konsole so befindet. Auf dem Nintendo 64 Abklatsch und sowieso so ein paar Informationen. Ich denke mal, dieses Ding kennen die wenigsten. Und ja, Leute, das war's mit dem Video. Danke fürs Zuschauen. Und ja, Grüße gehen raus an Creeper mit Hut, den Ehrenmann, den ich beim Flohmarkt getroffen habe. Und ja, nächste Woche, übernächste Woche geht's dann weiter mit Flohmarkt Hunting. Und ja, freut euch drauf. Ich wünsche euch noch einen geilen Tag. Haut rein, ihr seid die Geilsten. Und wenn ihr euch das Video gefallen habt, lasst doch Like und Abo da. Haut rein.